Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Minecraft-Let's Play. Und ich weiß nicht genau, was wir in der letzten Folge am Ende genau gemacht haben, aber ich bin irgendwie nicht hier unten, sondern da oben in dem Stockwerk gewesen, als ich die Folge beendet habe. Aber was ich die letzte Folge dann genau gemacht habe, weiß ich wiederum schon noch. Das war nämlich, wir haben unsere Rüstung, die ich gar nicht dabei habe, wir haben unsere neue Diamantrüstung angefangen zu enchanten. Weil ich gerne upgraden würde auf Diamantrüstung, weil die halt besser ist als Dingensrüstung, als Eisenrüstung, die wir jetzt gerade anhaben. Also logischerweise mache ich auch, weil jetzt habe ich ein Beetroot-Ding abgebaut, das ist noch nicht reif war. Also ja, logischerweise, da die Rüstung besser ist, macht es natürlich Sinn, zu versuchen, auf die Rüstung abzugraden. Weil ja, die Rüstung ist besser. So, und außerdem wird es gerade Nacht, wie ich gerade. Das heißt, das allererste, was wir jetzt erstmal machen. Ich weiß noch nicht genau, warum ich gerade Beetroot abgebaut habe. Ich hatte irgendwie Lust, einfach Beetroot abzubauen. I don't even know why. Aber ja, es wird gerade Nacht, das heißt, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist uns hinlegen und die Nacht skippen. Und danach gucken wir gleich mal, ja, wegen sowohl der Bienenfarm, weil das ist die andere Sache, die ich aktuell noch so nebenbei mache, dafür sorgen, dass in unserer Bienenfarm mehr neue Bienen da sind, I guess, indem ich die halt mit Blumen füttere, was irgendwie sau random klingt, weil in echt würde das, glaube ich, nicht wirklich viel Sinn machen. Aber ja, in Minecraft füttert man Bienen mit Blumen, I guess. Das ist anscheinend deren Lieblingsessen. Habe ich die Blumen schon rübergebracht oder nicht, ist die Frage. Ich gucke gerade, ob ich die noch irgendwo in meinen Truhen habe. Ich glaube aber fast, wir haben die Blumen schon rübergebracht. Ich schmeiß unser Beetroot-Kram erstmal. Ich habe Blumen im Inventar, oder? Habe ich nicht gerade eine Blume gesehen, eine gelbe? Ja, Mann, das war Weizen, ich bin doof. Okay. Aber ja, man füttert in Minecraft Bienen mit Blumen, was irgendwie wenig Sinn macht, aber naja. Egal. Das ist, was wir aktuell machen, und ansonsten dumm rumstehen im Mob-Grinder, in der Mob-Farm, Mobs wegklatschen und dann Erfahrungspunkte zusammen farmen und dann versuchen, unsere Items zu enchanten, zu upgraden. Mit Enchantments. Oder wie auch immer. warum bin ich nochmal hier hin? Genau, das wollte ich machen. Mein Plan war es, noch ein bisschen Bonemeal zu holen, zu kriegen. Indem wir hier einfach die übrigen Seeds reinschmeißen. Denn damit können wir versuchen, noch ein paar neue Blumen zu kriegen. Ich glaube, irgendwo hier habe ich schon mal eh ein bisschen von der Wiese gecleared. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gemacht habe, aber ich glaube hier. Machen wir es einfach mal hier. Zack, und wir haben zwei neue Blumen, sehr gut. Die nehmen wir direkt beide mit. Ein paar Lim und ein paar Lam. Und da haben wir zwei neue Blumen. Und die werden wir gleich direkt erstmal in die Bienen verfüttern, weil, ja, warum nicht? Wie gesagt. Und das ist jetzt erstmal, was wir jetzt als erstes machen werden. Und danach werden wir, wie gesagt, gleich wahrscheinlich erstmal noch ein Level farmen und dann gucken wir mal. Hallöchen. Oh, ich sollte die Blumen nicht raus haben, wenn ich noch draußen bin, I guess. Na? Na, ist irgendwo hier eine zweite Biene? Ja, da. Du da. Lecker, lecker Blume. Und du hier auch lecker, lecker Blume. So, okay. Und Babybiene. Na? Da ist eine Babybiene. Sehr gut. So. Also das machen wir diese Folge. Uns ein bisschen um die Bienenfarm kümmern und wie gesagt, Gier zusammen Dingens und Bummens. Ihr wisst Bescheid. Gear-Enchanten, nicht zusammen Dingens und Bummens, sondern Gear-Enchanten. Das ist der andere Plan. So, und falls ihr euch fragt, oder fa falls ihr meinen YouTube-Channel schon länger verfolgt, das wollte ich euch erstmal als erstes anmerken, dann wisst ihr vielleicht bereits, dass ich ein Indie-Dev bin und ja, Apps und Spiele und so weiter und so fort. Es geht hier gerade um mich herum. Ich habe hier so viele Plop-Geräusche gerade, WTF. Okay. Anscheinend ploppen wir die ganze Zeit irgendwo Bienen rein und raus in den Bienennester. Ja. Ich bin ein Indie-Dev und ich entwickle in meiner Freizeit Apps und Spiele und auch Minecraft-Mods und ich habe vor kurzem eine Bienen-Minecraft-Mod rausgebracht. Für die, die es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob ich die aktuelle Beschreibung verlinkt habe. Wahrscheinlich habe ich die tatsächlich aktuelle Beschreibung verlinkt. Das heißt, falls ihr, wie ich der Meinung seid, dass Bienen in Vanilla Minecraft, also die Vanilla Minecraft-Bienen, nicht die Forestry-Mod-Bienen, ich glaube, so heißt die Mod, falls ihr wie ich auf jeden Fall der Meinung sein solltet, dass die Vanilla Minecraft-Bienen etwas useless sind, zumindest so, dass es halt nicht allzu viele, oder zumindest in dem Sinn, dass es halt nicht allzu viele Use Cases für Honig gibt, sag ich mal, und so Bienenfarmen, wie die ich jetzt hier gebaut habe, deswegen somewhat useless sind. Falls ihr auch dieser Meinung seid, könnt ihr euch liebend gerne die Mod downloaden, das ist die Bee's Knees Mod. So habe ich die genannt, The Bee's Knees Mod. Und ja, die Mod ist in meinen Augen, ich persönlich finde die Mod ganz nice. Sie hat einige neue, ziemlich unique Sachen. Falls ihr also auch der Meinung seid, dass Bienen nicht so useful sind, dann zieht euch liebend gerne die Mod, dann sind Bienen nämlich ein gutes Stück mehr useful und nützlich und so weiter und so fort, I guess. Und ja.
wollte ich an dieser Stelle mal angemerkt haben. Falls ihr meinen Content ansonsten übrigens mögen solltet und mir noch kein Abo da gelassen habt, lasst mir natürlich lieben gerne noch ein Abo da. Mit meinem Content meine ich meine Minecraft-Let's Play-Videos, mein Cubo-Let's Play zum Beispiel. Ich habe auch ein Cubo-Let's Play, falls ihr es nicht wisst. Ich Let's Play aktuell auch Cube World. Das Ding sieht immer noch aus wie ein Klopapierhalter. I can't get over that. Der Grindstone hier. Aber ja, falls ihr mein Minecraft-Let's Play, mein Cubo-Let's Play oder meine Mod-Review-Videos von meinen eigenen Mods bisher nur, aber vielleicht auch bald von anderen Mods, keine Ahnung, falls Leute das sehen wollen, lasst mir lieben gerne einen Kommentar da und sagt mir, yo, ich will Mod-Review-Videos von dir sehen, von anderen Minecraft-Mods, oder vielleicht auch von Cube-World-Mods, keine Ahnung. Lasst mir das lieben gerne in den Kommentaren da, in Form von Kommentar-Feedback oder whatever. Dann mache ich das vielleicht auch einfach mal. Und dann lade ich vielleicht Mod-Review-Videos von anderen Mods hoch. Aber ja, falls euch mein Content gefällt, lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich dann nicht vergessen, auf die Glocke zu klicken, um die Benachrichtigung zu aktivieren oder um alle, in Anführungszeichen, Benachrichtigung zu aktivieren, weil YouTube der Meinung ist, wenn man auf den Abonnieren-Knopf drückt, dann will man natürlich logischerweise keine Benachrichtigung haben, wenn jemand hochlädt, weil Abonnieren ist nur so eine Modeerscheinung. Und das machen Leute aus Spaß und eigentlich drücken sie nur gerne auf Knöpfe, die rot sind. Oder mit anderen Worten, man bekommt sonst nicht immer Benachrichtigung. Für die, die es noch nicht wissen unter euch. Außerdem sollte ich die vielleicht einfach mit der Faust killen, weil es macht irgendwo mehr Sinn. Dann verbrauche ich wenigstens nicht die Durability von unserem Eisenschwert hier. Dann wiederum ist es nur ein Eisenschwert, von daher, whatever. Aber ja. Und falls ihr mich ganz besonders supporten wollt, ist in der Beschreibung übrigens auch ein Link noch zum Google Play Store, zu meiner neuesten Android-App. Falls ihr ein Androiden-Telefon haben solltet. Apfeltelefone sind aktuell noch nicht unterstützt. Ich glaube, ich werde draußen schon wieder ein. Ich gehe mal kurz inspizieren, ob ich richtig liege. Oh Gott, der hat sogar eine fette Rüstung. Okay. Ja, ich weiß nicht genau wieso, aber für die, die auch das nicht wissen, das hier ist halt eine Zombie-Spawner-Mob-Farm und aus irgendeinem Grund hier, da ist der Spawner drin. Aus irgendeinem Grund spawnen hier draußen immer wieder vereint Zombies und ich weiß bis heute nicht genau warum, aber es passiert immer wieder. Es ist aber auch nicht so dramatisch, I guess. Aber trotzdem, es ist irgendwie sehr nervig. Falls ihr übrigens wisst, wie man das fixen kann, dass hier draußen immer Zombies in so kleinen Höhlen, bisschen Höhlenstückchen spawnen. Falls ihr einen Fix dafür kennt, lasst mich auch gerne das in den Kommentaren wissen, da wäre ich euch relativ dankbar für. Also auch dafür. Um kurz zu dem Google Play Gelaberkram, den ich gerade angesprochen habe, nochmal kurz zurückzukommen. Ja, lasst mir da lieben gerne einen Download da, falls ihr, wie gesagt, ein Android-Handy habt und vielleicht gerne Android-Spiele spielt oder falls ihr mich einfach supporten wollt, also noch extra supporten wollt, falls ihr vielleicht schon ein Abo dagelassen habt, dann könnt ihr mir lieben gerne einfach ein Abo dalassen und das Spiel vielleicht mal ausprobieren und euch angucken. Ich finde, es ein ziemlich nice Spiel. Das ist meine neueste App, die habe ich vor kurzem rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon angemerkt habe. Ja. Ich finde es ein ganz nettes Spiel ist. Und falls ihr mich ganz, ganz besonders supporten wollt, könnt ihr mir natürlich auch eine positive Bewertung da lassen im Google Play Store. Aber das müsst ihr alles nicht machen. Ich erwähne das aktuell irgendwie. Ursprünglich war mein Plan, immer einmal pro Video zu erwähnen. Also, um das mal so als Hintergrund zu erklären, weil ich es irgendwie interessant finde. Und so eine Beobachtung ist, die ich selber gemacht habe. Mein Plan war ursprünglich, einmal so pro Video zu erwähnen, dass Leute mir doch gerne ein Abo dalassen können, falls sie mein Channel feiern, etc. pp. Oder falls sie mein Content gut finden. Da viele Leute das sonst einfach nicht machen. Und, okay, ich dachte gerade, das ist mir kurz verschwunden hier. Viele Leute machen das halt sonst einfach nicht. Und ich habe deswegen übrigens auch nur, ich glaube, nur 75% meiner Zuschauer sind Abonnenten, also der Großteil meiner Zuschauer ist nicht abonniert zu meinem Kanal, deswegen erwähne ich das mal zwischendurch mal. Das war der ursprüngliche Plan. Dann habe ich vor kurzem meine neue App rausgebracht und dachte mir so, ja, warum nicht nutzt du deinen YouTube-Kanal halt, um vielleicht Leuten davon zu erzählen, so to put it out there, dass du halt vor kurzem eine neue App rausgebracht hast. Und jetzt habe ich vor kurzem noch eine neue Mod rausgebracht. Und jetzt erwähne ich einfach irgendwie pro Video gefühlt immer drei verschiedene Sachen, das halbe Video besteht nur aus solchen Erwähnungen, ja, keine Ahnung. Das wird sich wahrscheinlich in zukünftigen Videos etwas ändern. Also im Sinne von, ich werde mir da irgendwie überlegen, dass nicht das halbe Video aus irgendwelchen Shoutouts besteht. aber ja, woraus meine Videos auch sehr häufig bestehen, ist, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mit einem Satz, woraus meine Videos auch sehr häufig bestehen, ist, dass ich häufig oder meistens in meinen Videos an irgendeiner Stelle immer ganz gerne mal, also von meinen Projekten außerhalb von YouTube, was in der Regel halt irgendwelche Game Development Projekte sind, also von meinen Game Development Projekten oder Modding Projekten oder was auch immer ich gerade machen bin, wir sind immer schon Level 30, deswegen habe ich gerade aufgehört, da Mobs wegzuklatschen. Und deswegen laufe ich gerade hier rüber, um zu enchanten. Denken schwer. So, gucken wir mal kurz. Ich werde gleich weiter erzählen, ich muss nur kurz den Enchantments gucken, keine Sorge.
Das sind beides eigentlich keine wirklichen Enchantments, die ich jetzt so super mega finde. Ja. Anyways, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich erwähne oder ich erzähle immer einmal pro Video meistens immer so von meinen aktuellen Modding-Projekten etc. pp. Und aktuell bin ich noch eine weitere Minecraft-Mod am Erstellen, weil ich irgendwie Lust drauf hatte. Und es wird vermutlich eine Mod, die größer sein wird als ja, alle anderen Mods, die ich bis jetzt so. Und ich werde die eine Flasche auch nochmal mitnehmen hier, weil why not? Das wird die wahrscheinlich bis jetzt größte Minecraft-Mod, die ich bis jetzt so entwickelt habe. Haben wir doch kein Diamantschwert, das entscheidend ist? Okay, ich muss nochmal alle Chests double checken. Nein. 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 Und nein. Ich habe ernsthaft noch kein enchantetes Diamantschwert. Ja gut, dann würde ich sagen, enchanten wir einfach mal ein Diamantschwert, weil warum nicht? Weil wir noch keins haben. Weil aktuell sind die Enchantments auf den Dingens, auf den Rüstungsteilen nicht so gut. Und damit können wir den Enchantment-Zyklus einmal cyclen und kriegen dann neue Enchantments, die wir da drauf machen könnten. Vielleicht werden die nächsten Enchantments dann besser sein, logischerweise. Das ist der Sinn dahinter. Aber ja, aktuell arbeite ich mit einer Minecraft-Mod. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Das wird wahrscheinlich die größte Minecraft-Mod, die ich bis jetzt so gebastelt habe. Und bis jetzt bin ich noch nicht so wirklich ins Detail gegangen, was die Mod alles so kann und was ich da aktuell so mal einfügen bin. Aber ich habe mir so überlegt, vielleicht gehe ich heute mal etwas mehr. Das sind alles relativ Mist-Enchantments, oder? Ist Knockback nicht ein ziemlich schlechtes Enchantment eigentlich sogar? Wieso kriege ich gerade auf alles so doofe Enchantments? Ja gut, dann machen wir es irgendwie anders und lasst mich überlegen, was wir da jetzt machen. Ja doch, ich habe einen Plan. Wir werden einfach ich mache noch ein Eisenschwert und darauf packe ich dann gleich einfach Sharpness 1 oder sowas. Und das benutzen wir dann, keine Ahnung, in der Mob-Farm oder so. Ich weiß es nicht. Ich will, das ist nie enchanten, das angeschlagene Eisenschwert, weil das wäre irgendwie ein Waste. Deswegen, ich mache einfach ein neues Eisenschwert und das enchanten wir dann mit Sharpness 1 oder so. Ja, weil aktuell kriege ich auf nicht vernünftige Enchantments und ich wollte irgendwie nicht direkt schon anfangen mit Bücher enchanten. Das wäre irgendwie. Fühlt sich irgendwie zu early an, also whatever. Enchant ich einfach irgendein random Eisenschwert mit Sharpness 1 und ist gut. Aber ja, das hätte ich wahrscheinlich bis jetzt. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, glaube ich. Das ist die größte Mod. Das Problem ist, ich bringe mich immer selbst aus dem Konzept, weil ich dann über die Enchantments nachdenke und dann vergesse ich immer, was ich schon erwähnt habe. Genau, ich wollte sagen, ich wollte eine der Sachen, die ich da einfügen werde, oder die ich heute eingefügt habe in die Mod, davon wollte ich erzählen. Da ist tatsächlich nur Sharpness 1 drauf, gerade damit. Knockback 2. Sind das nicht genau dieselben Enchantments? ETF? Ich habe Sweeping Edge oder was anderes, aber jetzt immer noch Knockback 2, Sharpness 1, okay. Okay, Spiel, danke. Respiration, maybe? Respiration hätte ich gerne auf meinem Helm. Das ist nicht Respiration, okay. Das ist schlecht. Ja, wenn nicht, mache ich einfach Fire Protection 3 auf mein Diamond Chestplate, I guess. Keine Ahnung, whatever. Und den Rest machen wir dann mit Büchern drauf. I don't know, ich schmeiße das Schwert auch erstmal da rein. Nicer Voice Crack. So. Ja, auf jeden Fall, was ich, um da jetzt endlich zu Punkt zu kommen, was ich heute eingefügt habe in diese Mod, ist ein Custom Fluid. Und ein Custom Fluid ist schlicht und ergreifend sowas hier, da unten, das Blaue. Sowas wie Wasser oder Lava. Ich habe also eine Custom Wasserart eingefügt. Jetzt mögt ihr euch vielleicht denken, wieso hast du eine Custom Wasserart eingefügt? Ganz einfach, weil es eine etwas umfangreichere Mod wird und in umfangreicheren Mods braucht man schon mal eine Custom Wasserart. Oder eine Custom Lavaart oder was weiß ich nicht. Wobei ich Custom Lava nicht einfügen werde, aber eine Custom Wasserart habe ich eingefügt. Und ich glaube, näher ins Detail werde ich erstmal nicht gehen. Außer noch dazu zu sagen, dass es echt nervig ist, Custom Wasser einzufügen. Vor allem, es wird eine 1.15 Mod übrigens. Also aktuell arbeite ich an einer 1.15 Version der Mod. Vielleicht werde ich sie dann später auch noch backporten auf andere Versionen. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich auf 1.14 oder so auf jeden Fall. Insofern ich es hinkriege, insofern es leicht ist, das zu machen, I guess. Damit Lernflasche. Aber, ja, es ist ziemlich nervig und kompliziert teilweise für Version 1.15 einen neuen Wassertypen oder einen neuen Fluid-Typen, so heißt es intern im Code, einzufügen, weil es einfach, ja, es ist nervig, es ist relativ complicated. Es gibt kaum Tutorials für die neueste Version und ja, aber ich habe viel zu lange dafür gebraucht, das zu machen heute auch. Ich habe irgendwie den halben Tag gebraucht, um den Code zu kapieren, oder was heißt den Code zu kapieren, aber um zu kapieren, warum bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Und letztendlich habe ich sie dann doch am Ende gefixt gekriegt. Das heißt, ja, das war auf jeden Fall einer der größeren Roadblocks, würde ich behaupten, bei der Mod, an der ich, wie gesagt, aktuell am Arbeiten bin. Das ist einer der größten Roadblocks gewesen,
einen anderen sehr großen Roadblock habe ich auch schon hinter mir. Ich glaube, ich würde sagen, die absolut allergrößten Roadblocks bei der Mod habe ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich fast alle hinter mir. Wobei es noch ein paar Sachen gibt, wo ich aktuell noch nicht so genau weiß, wie ich die später dann genau machen werde oder ob ich die dann überhaupt so machen werde, wie ich sie aktuell geplant habe oder vielleicht anders machen werde, weil es anders vielleicht leichter ist. Mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, das ist ein ziemlich großer Roadblock gewesen, das einzufügen. Also eine Custom Wasser halt. Man muss halt einstellen, wie das Wasser fließt. Man muss das Wasser halt. Das Wasser. Das ist auch so eine total komische Sache, wo ich gerade darüber rede, in Minecraft. Wie das Wasser oder generell wie Flüssigkeiten in Minecraft funktionieren. Du hast bei jeder Flüssigkeit einen Flüssigkeitsblock. Zur Information. Das hier ist zum Beispiel ein Flüssigkeitsblock. Das hier auch. Also das sind alles einzelne Instanzen dieses Flüssigkeitsblocks. Aber du hast auch nochmal so eine separate, I guess, Flüssigkeitsinstanz. Das ist irgendwie sehr, sehr eigenartig programmiert. Oder das ist sehr eigenartig. Es ist ein bisschen komisch, wie das gemacht ist. Aber I mean, solange es funktioniert, I'm not complaining, I guess. Okay, hier ist nichts fälschlicherweise durchgesickert. Das passiert nämlich schon manchmal, dass in die Überlauftruder fälschlicherweise Items durchlaufen. Wenn das Spiel irgendwie, I guess, ein bisschen am Ruckeln ist. Wahrscheinlich liegt es daran, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nutzen wir die Situation hier gerade, dass ich gerade eh schon hier bin, direkt mal, um noch ein paar andere Items hier auch direkt rüber zu transportieren und in unser Sortiersystem einzuwerfen. Zum Beispiel das Rotten Flash. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Knochen einsortieren. Ich glaube, Knochen sortieren wir doch auch ein, oder? Die hätte ich auch mitnehmen können, denke ich mal. Ja, Knochen sortieren wir tatsächlich auch ein. Lag ich also doch richtig. Die hätte ich auch direkt mitnehmen sollen. Ja, dann geht die jetzt mal eben kurz holen. Und dann schmeißen wir die Knochen auch noch rein. So. Und Gunpowder auch, glaube ich. Natürlich. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, was wir alles einsortiert haben. Ich gucke mal kurz, ob wir Gunpowder auch einsortiert haben. Ja, haben wir auch, okay. Wenn nicht, hätte ich jetzt gesagt, ist auch kein Hexenwerk, das Gunpowder einfach wieder zurückzustecken in die andere Truhe. Aber Gunpowder wird ja auch einsortiert, deswegen, whatever, stecken wir es einfach da rein und gut ist. Und damit haben wir wieder ein bisschen Ordnung in der Bude hier. In unserer Minecraft-Welt, I guess. Ein bisschen mehr zumindest. So. Ich muss sagen, die Scheune sieht echt nice aus da hinten. Unsere Bienenfarm-Scheune. Aber das ist jetzt erstmal wurscht. Wieso habe ich gerade ein Skelett gehört? Das ist ein Skelett in unserer Mob-Farm. Okay. Ich bin jetzt nicht faul genug, einmal kurz in den Spectator-Modus zu gehen, zu gucken, ob hier ein Skelett drin ist. Tatsächlich, wie kommt hier ein Skelett rein? Wie kommst du hier rein, Freund? Wo bist du hin? Es ist einfach eiskalt ein Skelett hier in unserer Mob-Farm gespawnt. Okay. Okay, ETF, keine weiteren Fragen. Und ja, ich weiß, ihr seht gerade hier die ganzen Höhlen und ich habe die theoretisch auch gesehen, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, deswegen ich habe keinen Plan, wo die Höhlen sind. Also keine Sorge, ich schummel hier nicht im Spectator-Modus. Und selbst wenn, ich meine, ich könnte einfach off-camera schummeln, was ich allerdings auch nicht tue. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon ungefähr 5 Stacks Diamanten mehr. Ich habe insgesamt in so einem Let's Play im. Ich glaube 100 und, das müsste jetzt Folge 102 sein, haben insgesamt in den ganzen Folgen haben wir gerade mal 60 Diamanten, glaube ich, gefunden. Ich habe natürlich auch nicht in jeder Folge nach Diamanten gesucht. Ich war nicht in jeder Folge unten in den Minenschachten und hab da rumgebuddelt, um Diamanten zu finden. Aber ich war schon in einigen Folgen da unten und ich finde 60 Diamanten ist tatsächlich für die Zeit, die ich bis jetzt schon im Minenschacht verbracht habe, um nach Diamanten zu suchen, sind 60 Diamanten actually gar nicht mal so dermaßen viel, muss ich offen ehrlich zugeben. Da waren wir tatsächlich teilweise ein bisschen unlucky. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal hat man halt ein bisschen Pech und dann findet man nicht so viele Diamanten. Aber ja, ich schummel nicht, wie manche andere Leute in ihren Let's Plays. So in der Worte so, ja, ich habe off-camera ein bisschen abgebaut und dann so, die pausieren ihre Aufnahme und dann machen sie so weiter. In der nächsten Aufnahme haben sie irgendwie so 3 Stacks Diamanten im Inventar. Ja, ich hab off-camera ein bisschen abgebaut und ich habe total viel Diamanten gefunden. Obwohl es so offensichtlich ist, dass sie halt einfach geschummelt haben, sich die ins Inventar gegeben haben. Aus dem Creative-Modus oder, I guess, über die GIF-Konsole hier. Ja, hier, also über die Konsole, slash GIF. Was ich jetzt natürlich nicht machen werde, weil, ich bin kein böser Schummler. Außerdem hätte ich davon nichts. Ich meine, wo ist da der Spielspaß? Der Spielspaß im Spielen kommt nämlich in meinen Augen daher, dass man sich das quasi fair erarbeitet, sag ich mal. Man könnte sich jetzt halt auch einfach hier den Ultra-God-Mode geben und was weiß ich nicht was in den meisten Spielen, entweder über die Ingame-Konsole oder über Cheats oder über was weiß ich. Ja, oder keine Ahnung, über irgendwelche Mods oder Hacks oder whatever. Aber ich meine, wo ist da der Spielspaß? So, seien wir mal ganz ehrlich, so.
Dann hast du dann 10 Minuten Spaß mit deinem OP-Gear und denkst dir dann so, ja, ich bin OP. Und dann hast du keinen Spaß mehr. Weil, keine Ahnung, dann wird es halt relativ schnell boring. Aber wenn du es dir so erarbeitet hast, dann hattest du einen ideellen Wert, sag ich mal. Ich dachte gerade, ich wäre wieder ein Zombie gespawnt, dem ist aber anscheinend gar nicht so, okay. Aber man hört im Hintergrund die anderen Zombies, die in der Farm gespawnt sind, hier runterfallen. Und dumme Geräusche vor sich hin machen. So, die haben sich alle erledigt hier oder vier, ich weiß gar nicht genau, wie viele das waren. Auf jeden Fall haben wir wieder 20 Rotten Flesh. Ich dachte gerade kurz, wir hätten schon wieder über einen ganzen Stack zusammen, plus die 20, die unten in der Toolbar. Aber anscheinend sind es nur die 20, was irgendwie gar nicht mal so viel ist, muss ich sagen. Oder habe ich irgendwie, ne, habe ich nicht übersehen, keine Ahnung. Die haben relativ wenig gedroppt, das gerade, muss ich sagen. Oh, und hier ist in der Zeit auch wieder irgendwas gespawnt. Irgendwie ein Skelett und ein Zombie mindestens. Was ist gespawnt? Gestorben, I guess. Gespawnt und gestorben. Das heißt, wir haben wieder. Nein, den Bogen möchte ich gerne noch im Inventar behalten. Vielen Dank. Den müssten wir auch noch enchanten. Ich werde mir die Stelle gerade mal auf. Wobei es sich bei Bögen nicht wirklich lohnt, die zu enchanten. Da kann ich besser eine Angelfolge oder so einlegen und mir dann einen Bogen mit Mending aus dem Wasser angeln. Weil Infinity werden wir im Leben nicht brauchen. Auf dem Bogen. Denn das hier produziert. Das hier ist Infinity in Sachen Pfeile. Das hier ist genau wie Infinity, das produziert unendlich viele Pfeile. Deswegen werden wir im Leben nicht einen Infinity-Bogen brauchen. Und was mir gerade auffällt, ich hatte letztens mal erwähnt, dass ich mir vielleicht eine automatische Baumfarm basteln will. Weil ich hierfür halt enorm viel Holz gebraucht habe und man generell mal oft Holz braucht. Und dann habe ich geguckt, ob man eine vollautomatische Farm machen kann. Und es geht halt nicht, weil man, glaube ich, Setzlinge nicht vollautomatisch platzieren kann. Zumindest nicht ohne Mods oder sowas. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Und habe dann beschlossen, ja, dann baue ich halt doch keine Baumfarm, weil, keine Ahnung, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und wenn es nicht komplett vollautomatisch ist, dann, keine Ahnung, dann ist es nicht so, irgendwie nicht worth genug, finde ich. Ich meine, da kann ich genauso gut direkt die Bäume manuell abbauen, so mehr oder weniger. Aber was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ist, einen Cobblestone-Generator kann man, glaube ich, mit einem TNT-Duper, also man kann TNT dupen, für die, die es nicht wissen. Das ist keine von Exploit, aber keine auf mittlerweile auch eine intente Mechanik, weil es schon so lange im Spiel ist. Man kann TNT duplizieren und man kann damit eine vollautomatische Cobblestone-Generiermaschine bauen oder einen vollautomatischen Cobblestone-Generator, der sich halt auch selbst abbaut, glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das geht, aber ich meine, das müsste gehen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Weil ich habe gerade wieder so auf die Mobfarm geguckt und dachte mir so, ah, die könnte mehr Loot generieren, wenn da mehr Stockwerke drauf wären, aber dafür bräuchten wir halt wieder jede Menge Cobblestone. Und es ist halt teilweise echt tedious, so viel Cobblestone abzubauen. Deswegen, ja, keine Ahnung, vielleicht bauen wir einfach so einen komplett vollautomatischen Cobblestone-Generator und haben dann unendlich viel Cobblestone, mehr oder weniger. Das klingt nach einem interessanten Bauprojekt, vielleicht machen wir das einfach mal. Und vielleicht können wir dann, weil ich habe letztens, das ist auch wieder so eine dumme Idee. Aber ich habe letztens, ich weiß nicht, wo ich ihn hingeschmissen habe. Vielleicht sollte ich erstmal schlafen gehen, um ehrlich zu sein, bevor ich direkt nicht schlafen gehen kann, weil draußen nämlich Monster rumlaufen. Ich habe mit dem einen Wandering Trader letztens so einen Tropenfisch abgekauft. Im Eimer, ja, da ist er. Bucket of Tropical Fish. Vielleicht können wir dann da so ein kleines Aquarium mit reinbauen, das Haus, in das wir das reinbauen oder in die Höhle oder whatever. Keine Ahnung, wo oder wie ich das bauen würde. Diesen Cobblestone-Generator. Also diesen vollautomatischen halt. Aber vielleicht können wir die Rückwand irgendwie zu einem Aquarium machen oder sowas, mit so einem schönen kleinen Fischbecken, wo man den Fischen dann zugucken kann, wie sie durch die Gegend schwimmen. Ich meine, die Fische werden permanenten Hörschaden haben, weil, ich meine, es ist jetzt eh nicht so, als ob Fische in Minecraft hören könnten, aber ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss zum Enchantment-Table, weil wir auf Level 30 sind, gerade zum Enchanten, logischerweise. Ja, es ist eh nicht so, als ob Fische in Minecraft in irgendeiner Form hören könnten. Aber ja, in dem Cobblestone-Generator-Hausding wird dann logischerweise konstant TNT explodieren, was nicht allzu leise ist, es ist logischerweise nicht allzu leise, wenn Dinge explodieren. Das heißt, die hätten ihr Aquariumsbecken direkt neben konstanten Explosionen. So PTSD, Scarred for Life mäßig. Endlose Explosionsgeräusche im Hintergrund so. Oh, das ist immer ganz nett. Immerhin haben wir ausnahmsweise mal ein zweites Enchantment for free gekriegt, im Gegensatz zu hier. Und actually doch, hier haben wir auch ein zweites for free gekriegt. Das habe ich ganz vergessen. Dass wir hier Protector Protection drauf gekriegt haben. Anstatt nur Fat Falling 2 zu haben. Das ist ganz nett. Ja, nein, nein. Okay. Goddammit, das ist alles nicht, was ich haben will. Was würde ich hier drauf gerne haben? Überhaupt Sharpness oder Looting, I guess. Das klingt.
Dann haben wir einen ganz guten Deal. Ich glaube, Sharpness 4, ich weiß nicht, ob es Sharpness 5 gibt, aber Sharpness 4 klingt in meinen Augen gut genug, dass ich es drauf machen würde. Und idealerweise wäre dann natürlich noch entweder Unbreaking oder Looting oder beides noch mit drauf. Und ich habe das Schwert mitgenommen. Ich wollte es eigentlich in der Truhe da, hoppala, in der Truhe da drin lassen. Aber ja, Sharpness 4 klingt gut. Ich glaube, dann werden wir das nächste Schwert enchanten. Das enchanten wir als nächstes. Dann kriegen wir hoffentlich hier drauf Respiration und danach müssen wir wahrscheinlich ein paar Bücher enchanten, damit wir hier ein paar vernünftige zusätzliche Effekte draufkriegen können. Zum Beispiel, keine Ahnung, Unbreaking 3 oder was weiß ich nicht. Nützliche zusätzliche Sachen halt. Gibt es Unbreaking 4? Ich bin gerade überlegen, ich weiß gar nicht. Vielleicht. Ich bin gerade nicht sicher, ob es Unbreaking 4 auch gibt. Also, es gibt auf jeden Fall Unbreaking 3. Ich meine, Unbreaking 3 ist das höchste. Relativ sicher sogar. Aber nicht 100% sicher. Aber ja, ich werde wahrscheinlich dann das nächste Mal, wenn, was ist das nächste Mal, wenn wir dann an dem Punkt angekommen sind, dass ich anfange mit Büchern die Sachen dann zu upgraden, werde ich logischerweise vorher gucken, was da die maximal Enchantment Level sind, dass wir auch schön vernünftige Enchantments da drauf kriegen. Und nicht irgend so ein Trash, so einen kompletten Müll auf unseren Diamant Gear logischerweise, weil Diamant Gear ist natürlich Endgame Gear, pretty much. Und ja, ich habe gerade schon mal ein bisschen Sugarcane wieder abgebaut. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel wir noch in der Truhe haben. Ich habe schon länger nicht mehr Sugarcanes abgebaut und ich weiß nicht, wie viel ich noch in der Truhe habe, auf Lager habe. Und wenn wir dann später Bücher craften müssen, werden wir logischerweise jede Menge Papier brauchen. Das heißt, da schon mal ein bisschen zusammenzusammeln und in die Truhe reinzugeben und dann zusammen zu sparen, in Anführungszeichen. Kann da natürlich nicht schaden, wenn wir uns darauf schon mal dann vorzubereiten, dass wir dann da später Dingens und Bummens, ne, ihr wisst Bescheid, dass wir dann da später Bücher craften werden. Da können wir uns jetzt schon mal darauf vorbereiten. Das ist mir gerade so. Und was ich mir auch so dachte, ist, da wir jetzt schon bei mal wieder beinahe 27 Minuten Aufnahmezeit angekommen sind, würde ich sagen, beende ich diese Let's Play-Folge an dieser Stelle erstmal. Denn ich versuche meine Let's Play-Folge immer zwischen 25 und 30 Minuten Aufnahmezeit zu halten. Ich versuche da nicht drüber zu gehen, weil noch länger wäre dann definitiv zu lang. Aber so sind die Folgen schon relativ lang, aber nicht viel zu lang und ja, keine Ahnung. Wie auch immer, falls ihr bis hierhin geguckt habt, falls ihr noch anwesend seid, lasst mir lieben gerne ein Abo da, wie ich bereits vorhin gesagt habe. Denn, ja, I guess, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann, und also natürlich nur, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, wenn ihr schon eins dagelassen habt, klickt besser nicht nochmal auf den Abonnieren-Knopf, denn ich glaube, dann deabonniert ihr, aber ich habe keine Ahnung, was actually so ist. I don't actually know, aber ja. Wie auch immer, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt und ihr bis hierhin geguckt habt, scheint euch mein Content ja offensichtlicherweise gut zu gefallen, sonst würdet ihr nicht bis hierhin gucken, denke ich doch zumindest mal, es sei denn, ihr seid irgendwie eingeschlafen oder so. Aber dann hört ihr mich gerade eh nicht, deswegen, whatever. Ja, falls euch mein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da. Falls nicht, ist das auch nicht so dramatisch und lasst mir kein Abo da, ist auch okay. Ich hoffe auf jeden Fall, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen zu meinem Minecraft-Let's Play. Gerne auch zu meinem Cube-Let's Play, da guckt ihr einfach auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es auch schon 60 Folgen von mittlerweile, also ziemlich viele. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen weiteren Tag, Abend, einen schönen Morgen oder schöne Nacht, Mittag, Abend. Ich weiß gerade nicht, was ich davon alles schon aufgezählt habe. Ich glaube, ich habe es gerade schon alles aufgezählt. Wahrscheinlich hab ich gerade alles zweimal oder dreimal aufgezählt, weil ich doof bin. Aber ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!